Die junge Freiheit wurde von Presserat gerügt, weil sie Folgendes berichtet hat. Ein afghanischer Asylbewerber, der in einem Wiener Gefängnis einsitzt, weil er mutmaßlich mit jemandem anderen eine Studentin vergewaltigt hat, der hat also nun auch mit der gleichen Absicht eine Beamtin in dieser Vollzugsanstalt angegriffen. Dieser Asylbewerber genießt eine relativ teure medizinische Behandlung, weil er eine seltene Krankheit hat. Und als Dank hat er eben versucht, die zu beglücken. Und interessant ist dabei, dass der Presserat also nun meint, man hätte das nicht schreiben dürfen, dass er ein Asylbewerber ist, dass er eine Krankheit hat und dass er Afghane ist. Alles hätte man nicht schreiben sollen. Was wird dann übrig geblieben? Das ist verwerflich von diesem Presserat. Das ist ein übles Instrument der herrschenden Parteien. Und wir sollten unsere Energie auf die Quelle, auf diese Quelle der Lügen konzentrieren. Es ist eine Schande. Es ist eine Schande für die Menschheit, für die freie Presse sowieso, ein solches Organ zu haben, das so unverhohlen dazu auffordert, die Bevölkerung zu täuschen und zu belügen. Das ist alles natürlich im Interesse der Gutmenschlichkeit. Sie sitzen da wie eine Spinne, und wie es so schön heißt, der Spinne in den Hecken nur lila Veilchen schmecken. Den Sinn will ich hier nicht erklären. Es hat ja nun gerade den Fall gegeben, dass in MacPom der Staatsanwalt Ott nicht Justizminister werden durfte, weil er eine Seite der AfD geliked hat. Also selbst bei den Grünen gibt es gelegentlich Seiten, wo man sagen kann, okay, habt ihr recht. Und das gibt es natürlich auch bei der AfD. Da gibt es viele Seiten, die man liken kann. Übrigens sind ja da auch CDU-Anhänger, die da was posten, und das kann man dann auch liken. Oder es sind Leute, die die AfD heftig kritisieren. Die Einzelheiten sind mir nicht bekannt, aber er hat vermutlich als Staatsanwalt hat er eine gewisse Einsicht, einen gewissen Einblick in das, was passiert auf dem Bereich der Straftaten, und sieht die Dinge deswegen anders als die anderen Politiker, die völlig uninformiert sind. Die sind eigentlich nicht interessiert an Politik. Ich habe das schon ausgeführt. Die sind an allem Möglichen interessiert, aber mit Politik wollen sie eigentlich nichts zu tun haben. Deswegen kann die Kanzlerin auch machen, was sie will, weil das im Grunde interessiert es die Leute nicht. Sie würden ja, wenn sie an Politik interessiert wären, würde unser Bundestag doch sagen, hey, hallo, da müsste ich ja vielleicht auch mal erst zustimmen. Das wollen die aber nicht. Das ist alles mit Mühe verbunden, müssten sich in die Thematik einarbeiten, und das ist nicht deren Ding. Politik gibt es also in dem Sinne nicht mehr in Deutschland, sondern es wird einer seelisch sehr defekten Person wird die Ausführung einer in den Wirkungen jedes Kapitalverbrechen weit in den Schatten stellenden Politik gestattet. Diese Einstellung des Presserats, die ja gebilligt wird von den Kartellparteien, bedeutet eigentlich einen Offenbarungseid, weil man das Volk eigentlich für zu blöd erklärt, eine vernünftige Entscheidung zu treffen bei der Wahl. Und es wird also im Grunde in schöner Offenheit wird ein Geständnis abgelegt, dass man nur durch Täuschung der Bevölkerung noch an der Macht sich befindet. Und der Presserat wird ja nun nicht von diesen Kartellparteien angegriffen, und seines Amtes kann aber nicht enthoben werden, weil es wahrscheinlich
von der Presse selbst gewählt ist. Aber wenn eine solche Meinung nun bestimmend ist für unsere gesamten Medien, dann kann man sich daran ablesen, in welch ungeheuerlichem Ausmaße die Bevölkerung getäuscht wird. Und besonders deutlich wird das ja an der Frage der Kriminalität, wo jetzt das Bundeskriminalamt selbst gesagt hat, 2/3 der schweren Kriminalität, der Bandenkriminalität wird von Ausländern begangen. Ich nehme mal an, wir haben etwa 5% Ausländer zurzeit in Deutschland. Die begehen also 2/3 etwa der schweren Kriminalität. Übrigens in der Schweiz nicht anders, auch 80%. Und dazu kommt dann noch bei dem deutschen Anteil von 1/3, dass dieser Anteil zum sehr großen Teil aus Migranten besteht. Das heißt, die Straftaten, die Migranten und Ausländer begehen, sind pro Person etwa 20-mal, 40-mal so häufig wie die von Deutschen. Und Sie kennen ja alle die Statistiken, nach denen angeblich die Deutschen genauso viele Straftaten begehen wie die Ausländer. Diese systematische Lüge hat großen Erfolg bei der Bevölkerung. Wir haben so gesprochen mit einigen älteren Damen, die auch bei den Flüchtlingen helfen. Die sagen, also Merkel macht alles richtig, wenn man sagt, die hat die alle hergelockt, dann sagen die, die wären auch so gekommen. Das ist so in etwa das Niveau des politischen Interesses in der Bevölkerung. Das ist noch niedriger als das politische Interesse unserer Bundestagsabgeordneten. Also es ist schon so, insoweit hat der Presserat schon recht. Die Bevölkerung hat im Grunde überhaupt nicht ausreichend Verständnis für die Politik, um eine vernünftige Wahlentscheidung treffen zu können. Nur, dass sie das nicht hat, liegt eben auch am Presserat und an den herrschenden Parteien. Insgesamt ist es nicht mehr als Demokratie im herkömmlichen Sinne zu bezeichnen, was sich in Deutschland abspielt. Eine schwere Krise der Demokratie und es folgt, es ist völlig selbstverständlich, dass einer solchen schweren Krise, einer Gesellschafts- und Staatsform, natürlich die Krisen, die realen Krisen hinterherrennen und die packen und einholen. Und das ist es jetzt, wir werden von einer Krise nach der anderen eingeholt und die Arbeit, die zu leisten ist, ist nicht weniger als eine wirkliche Runderneuerung der Demokratie. Und das muss gleichzeitig angepackt werden mit dem Kampf gegen die direkten Auswüchse einer auf völliger Idiotie der Kanzlerin gegründeten Demokratie und Politik. In Berlin gibt es in einigen Schulen die Deutschpflicht auf dem Schulhof. Und dagegen haben nun einige türkische Verbände protestiert. Und dem sollte die AfD stattgeben und sagen, okay, nicht nur auf dem Schulhof solltet ihr türkisch reden oder arabisch, sondern auch im Unterricht dann mit türkischen Lehrern und arabischen Lehrern, um euch vorzubereiten, dass ihr mit euren Kindern in eure Heimat zurückkehrt. Das ist heute ja von vielen gewünscht, was früher ein furchtbares Schicksal war, das Vertriebensein. Deutsche, die vertrieben wurden, hatten ein schweres Schicksal. Heute wünscht sich doch ein Afghane, nach Deutschland vertrieben zu werden. Ein Syrer wünscht sich, nach Deutschland vertrieben zu werden. Das, aus aller Welt wollen die Leute, haben die Leute die starke Sehnsucht, nach Deutschland vertrieben zu werden. Was früher mal ein Last war, ist heute ein sehnlicher Wunsch. Das heißt, die Leute wollen es besser haben, die wollen gar nicht nach Deutschland. Und insofern ist es auch nicht unmenschlich, wenn man denen die Möglichkeit eröffnet, in ihrem heimischen Kulturkreis, den sie ja in Wahrheit natürlich ungern verlassen, wenn es da ihnen finanziell etwas besser ginge, würden die lieber da bleiben. Und das ist im geringen Umfang auch schon
von unserer Regierung, glaubt es nicht, aufgenommen worden. Sie fördern die Rückkehr beispielsweise von Afghanen finanziell, indem sie helfen, denen in ihrer Heimat eine Existenz aufzubauen. Das ist gut angelegtes Geld. Das ist auch sinnvolle Entwicklungshilfe, nicht den Regierungen das in den Rachen zu schmeißen, wo es dann in Korruption versickert, sondern es den Menschen selbst zu geben. Und da hat man dann wirklich jemanden, der auch dankbar sein kann und das wohl auch ist, wenn ihm beim Aufbau seiner Existenz in Afghanistan geholfen wird. Und hierzu ist es dann erforderlich, einen strikten Schnitt zu machen, zeitlich. Das kann natürlich nicht für alle Ewigkeit gelten. Es kommen immer mehr, damit man ihnen die Rückkehr finanziert, sondern wir müssen sagen, ab heute, wer jetzt noch kommt, der kriegt gar nichts mehr und der wird auch nicht reingelassen. Und für diesen klaren Schnitt müssen wir kämpfen, sonst ist die Völkerwanderung nicht aufzuhalten. Und es fehlt unserer Regierung einfach an Intelligenz. Die sind zu dusselig, die sind einfach zu dämlich, zu sehen, was auf uns zukommt. Das kommt auch überhaupt nicht vor. Die reden zwar von Afrika und dann wollen sie denen helfen, dass sie gar nicht erst herkommen. Das ist nicht möglich. Wenn die wirtschaftlich besser gekommen, noch mehr, weil die die Überfahrt bezahlen können. Das ist alles bekannt. Im Übrigen ist auch bekannt, unwiderlegbar, statistisch erwiesen, Entwicklungshilfe hat überhaupt nichts gebracht, war komplett, hundertprozentig rausgeschmissenes Geld. Das Geld ist sonst wo gelandet, die Länder sind in einem schlimmeren Zustand, allesamt in einem schlimmeren Zustand als die Länder, denen man nicht geholfen hat.